Nobody knew that healthcare could be so complicated. 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 Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit macht Politik Episode 83 mit der Aufnahme am 12. Stimmt das überhaupt noch? Ja, 12. Juli 2021 und damit auch wieder bei leicht steigenden Zahlen der 7-Tages-Inzidenz aktuell bei 6,4. Und vielleicht auch da noch als Disclaimer, ich bin im Home-Sitting wieder und nehme nicht in meinem normalen Studio auf, das halt wahrscheinlich hier ein bisschen mehr. Naja, wie auch immer. Wieder am Mikrofon für euch die Podcast Public Health Physiotherapeutin Claudia Czernik. Hallo Claudi. Hallo. Und euer Podcast-Pfleger Philipp Schunke, Salut allerseits. Und damit auch leider weiter ohne den Podcast-Arzt Pascal Null-Derig. Und auch an dieser Stelle erneut die besten Grüße. Ich glaube von uns beiden, oder? An den Doppelpapa-Impfzentrumsarzt. Ja. Genau. Aber was bekommen denn unsere Hörerinnen heute aufgetischt? Fandst du lustig, dass du direkt irgendwie durch die ganze Episode ziehst irgendwas mit Essen? Das Essen, ja. Ich kann sein, genau, dass ich ein bisschen Hunger habe. Ja, und ich fand's witzig, weil ich wollte nämlich darauf direkt einsteigen und sagen, aufgetischt. Bei dir gibt's wahrscheinlich was mit Bohnen, nehme ich mal an. Oder Erbsen, das wissen wir ja nicht. Oder Erbsen, klären wir später noch. Genau, also ja, wie immer gibt es ein bisschen was zu uns und dann eine wilde Mischung aus News zu Impfen, zum Kongress Armut und Gesundheit. Es gibt ein paar Physio-News, Karl Lauterbach ist Thema und auch die Geschlechterunterschiede in Covid-19-Studien. Jetzt habe ich ja noch hingeschrieben und, weil ich mir es nicht merken konnte beim Hochscrollen. Toll. Aber Interviewthema ist in dieser Episode die Zukunft der Gesundheitsfachberufe. So heißt nämlich ein Buch, was kürzlich erschienen ist, ein Sammelband. Und wir sind mit dem Bundestagsabgeordneten Dr. Roy Kühne dazu ins Gespräch gekommen, der Mitherausgeber dieses Sammelbandes ist. Und zu guter Letzt der Murks, den Pascal dankenswerterweise im Vorfeld schon aufgenommen hat. Und auch da geht es, wir schließen uns da ein bisschen an die Tradition der letzten Episode an, um Krebs-Screening. Ja. Du redest gerade, mach doch gerade mal, was bei dir so passiert. Also ich sitze hier gerade und habe die Beine hochgelegt, weil wir am Wochenende nämlich eine Radtour gemacht haben von Berlin nach Dresden. Das heißt, du bist, also, warte mal kurz, aber du bist jetzt in Berlin. Ich bin das wieder in Berlin, genau. Das sollten unsere hören. Wir haben nämlich eigentlich keine Ahnung, wo unser Gegenüber sitzt. Haben wir uns eigentlich jemals gesehen? Ja, wir haben uns schon gesehen. Pascal habe ich nie gesehen. Ja, genau. Alles remote hier, total toll. Aber genau, nee, das war wunderbar. Wir haben natürlich ein bisschen, nicht natürlich, aber wir haben ein bisschen beschissen, weil wir lieber noch ein bisschen länger am Senftenberger See rumgammeln wollten. Und ich dachte, bei der Radtour habt ihr die Hälfte sozusagen mit der Bahn dann zurückgelegt. Nein, nicht die Hälfte. Weniger als die Hälfte. Auf jeden Fall weniger als die Hälfte. Wir sind schon gut geradet, aber wir haben es uns auch gut gehen lassen. Also, sind auch zwischendurch eingekehrt und so. Und echt, also sehr hilfsbereite Menschen in Brandenburg. Also wir wurden auch so bei strömendem Gewitterregen, haben uns an der Bushaltestelle untergestellt, 6:10 und wurden von so einem alten Mann dann darauf hingewiesen, dass der Tante-Emma-Laden nur bis 6 auf hat, wir sollten uns mal beeilen und so. Also das war echt, echt sehr süß. Genau, und Philipp, weil ich gerade schon gelesen habe, dass du die Hörerinnen und Hörer wieder von der Gefährlichkeit der Natur überzeugen willst, die kann auch echt schön sein, also gerade so durch den Spreewald. Dafür gibt es ja dann Video. Das gibt es ja per Video. Oder hier, BBC Blue Planet kann ich nur empfehlen, ja, immer wieder. Okay. Ja, toll. Ja, kriegst du auch keine Mückenstiche. Wir genau. haben ein paar bekommen. Genau. Aber und auch keine Vergiftung, augenscheinlich. Ne? Das ist ja mein Thema. Ah, genau, also okay. Richtig. Dann wären wir bei dir. Vergiftung. Genau. Mhm. Vergiftung. Aber da sind wir ja, also sagen wir so, der aktuelle Stand ist ja, dass ich mich nicht vergiftet hätte, weil ich keine Ahnung habe, was der Unterschied zwischen großen Erbsen und kleinen Bohnen ist, als Schote, wie auch immer. Aber erstmal, ich freue mich erstmal auf meine Impfung morgen, auch wenn ich natürlich ein bisschen bange bin, ob der Impfreaktion, weil die war ja schon bei der ersten Impfung ziemlich heftig. Und wer jetzt sich wundert, so im Sinne von, ja, bei Astra ist ja die erste Impfung sozusagen gilt ja als die schwerere und die zweite ist doch dann die entspanntere. Morgen werde ich allerdings mit BioNTech geimpft. Ich lebe quasi jetzt die neuen STIKO-Empfehlungen der Kreuzimpfung. Und ja, okay, dazu erzähle ich nachher noch was. Auf jeden Fall hoffe ich mal, dass die Veröffentlichung der Episode sich dann nicht verzögert, weil ich fest damit einplane, dass ich morgen nach der Impfung natürlich unsere Episode hier schneide. Naja,
Ich stecke sonst, um auf das Thema Vergiftung zurückzukommen und warum draußen total überbewertet ist, ja. Ich stecke ja gerade im Homesitting wie alle Jahre und kümmere mich um Hühner und Eierverwertung und Garten und sonst was. Und ich habe in der letzten Woche bestimmt ein halbes Kilo, und so wurde mir das jetzt vermittelt, Zuckerbohnen vom Strauch weggefuttert. Also die Häuslebesitzer, die haben mir gesagt, also Freunde, haben mir gesagt, ach, das schmeckt total lecker, habe ich probiert, war super, und während ich quasi den Garten pflege, futterte ich dann halt vom Strauch weg dann immer diese, wie ich der Meinung war, Zuckerbohnen. Ich sage das nur deswegen, weil jetzt das Bundesamt für Risikobewertung extra ein neues Papier rausgegeben hat und vor dem Genuss von Bohnen, die nicht gegart sind, warnt. Nämlich rohe Bohnen enthalten Fasin. Das Protein kann für den Menschen, ich zitiere natürlich jetzt hier, schon in minimalen Dosen gesundheitsschädlich sein und wird erst durch hohe Temperaturen, also auch nicht nur durch leichtes Garen, sodass es knackig bleiben könnte oder sowas, sondern richtig hohe Temperaturen zerstört. Und auch die Kommission Bewertung von Vergiftung des BfR rät deshalb zur besonderen Vorsicht. Und du kannst gerne deinen Kommentar sagen. Du bist, also, das kann natürlich sein, dass es Zuckererbsen sind. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was. Also, ich habe in der Kindheit super viele Zuckererbsen gesnackt. Ich habe keine Vergiftungserscheinung wahrgenommen und ich glaube, es gibt auch. Langzeitwirkungen, wer weiß. Deswegen bin ich der Meinung, nach deinen Erzählungen, dass es Zuckererbsen sind und dass man die ungegart essen kann. Aber ja. Ja, und dann kam ich, aber das müssten wir in einem anderen Podcast wahrscheinlich fragen. Also das Suchen nach Zuckerbohnen führt sofort zu Zuckerschoten und die sehen halt alle gleich aus. Und für mich ist tatsächlich so eine Schote mit dicken Bohnen oder mit kleineren Bohnen, das sehen für mich als Nicht-Botaniker genauso aus wie große Erbsen. Ich kann gerne dieses, also wie gesagt, mir geht's ja gut und es scheint ja keine akute Vergiftungserscheinung bei mir zu geben. Insofern, ich werde es einfach nicht mehr roh essen. Ich gehe mal lieber auf Nummer sicher. Aber ich weiß auch gar nicht, wenn du diese Zuckererbsen, wenn du die kochst, was dann passiert. Ja, das probiere ich jetzt auch nicht mehr aus. Ich lasse da einfach hängen. Also wenn jemand von euch Ahnung hat, wir freuen uns genau, über Hinweise. Genau, Zehlendorf ist die Adresse, gebe ich gerne durch, kann sich gerne eine ganze Menge Zuckerbohnen oder Zuckererbsen abholen. Ja? Die bleiben nicht jetzt alle hängen und werden immer größer. Gut, Natur ist zu gefährlich. Das war ja das. Ab zu den News. Genau, ab zu den News. Ja, ich habe ein paar News vom Kongress, vom Armut- und Gesundheit-Kongress. Wir haben nämlich ordentlich in die Tasten gehauen und das Diskussionspapier und den Call for Abstracts veröffentlicht. Und das Diskussionspapier trägt auch deshalb den Namen Diskussionspapier, weil wir alle ganz herzlich einladen wollen, Anmerkungen, Hinweise dazu mitzumachen. Das ist sozusagen unser erster Aufschlag und wir nehmen das, also genau, jeden Hinweis, Anmerkung, wie auch immer, dankend entgegen und veröffentlichen dann in regelmäßigen Abständen auch die überarbeiteten Versionen. Und die Abstracts, also sprich, wenn ihr Lust habt, euer Thema, das muss auch nicht unbedingt primär in der Wissenschaft sein, kann auch ein Praxisprojekt sein. Wir haben auch einige Studieformate. Wenn ihr Lust habt, euch am Kongress zu beteiligen, der nächstes Jahr in dem März vom 22. bis 24. März wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich wieder digital stattfinden wird, aber das nur aus Planungssicherheitsgründen. Wir können auch nicht in die goldene Kugel gucken. Auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt, euch zu beteiligen, dann könnt ihr noch bis zum 20.8. die Suchmaske ausfüllen, weil das so eine schöne Maske ist, die man da ausfüllen kann, genau. Wir packen euch den Link in die Shownotes, da könnt ihr reinschauen, da sind alle Infos und wenn ihr Hilfe braucht, dann könnt ihr euch natürlich super gern an das Kongressteam wenden. Sehr schön. Vielleicht sollte GMP was einreichen, aber mir fällt jetzt auch nichts ein. Wir sind ja eher so fürs Entertainment. Ach du, ja, du hast ja eine Doppelrolle. Bist du bei der Auswahl dabei? Also können unsere Hörerinnen kommt drauf an, in welchem Programm. So ein Nee. Gibt's nicht mit Bestechung. Außerdem bin ich da relativ neutral, weil wir die Programmkomitees haben. Richtig, also Expertinnen richtig, und Experten, die richtig. Da uns unterstützen. Genau. Also. Wunderbar. März, trotz alledem, Ende März vormerken, 22. bis 24. März. Das auch. Genau, ich habe eine Kurznews und die lebe ich ja gerade morgen. Mich wundert das, aber das erstmal erzählen. Ja, letzte Woche, konkret am 8. Juli, hat die Ständige Impfkommission für viele überraschend, steht im Artikel, mitgeteilt, dass sie mit AstraZeneca Erstgeimpfte, dass sie denen als zweite Dosis bereits ab der vierten Woche eine Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff empfiehlt. Grund für die Empfehlung ist wahrscheinlich zum einen einfach sozusagen aufgrund der Delta-Variante sozusagen schnellstmöglich eine vollständige Impfung
in der Bevölkerung herzustellen. Und aber in dem Papier beschreibt das Gremium aber auch, dass die Immunantwort laut Studienlage nach der Kreuzimpfung deutlich stärker ausfällt als bei 2 Dosen mhm. AstraZeneca. Was mich wundert ist, das hatte ich irgendwie schon seit 2 Monaten auf dem Schirm. Und war eigentlich auch schon der Überzeugung, dass das, vielleicht habe ich dann irgendwie von einem Diskussionspapier oder sowas da gelebt. Da bilde ich mir auch ein, dass es schon. Aber wie gesagt, das Papier ist erst jetzt am 8. Juli veröffentlicht worden. Vielleicht und auch damit mit klarer Empfehlung. Mhm. Naja, wie dem auch sei, Ärzteblatt-Beitrag als auch natürlich die 8. Aktualisierung der Covid-19-Impfempfehlung der STIKO sind in den Shownotes verlinkt. Toll, ich mache, boah, keine Ahnung, wie ich jetzt den Übergang mache. Es gibt ja, Physio-News. Nee, gut. Lieber keinen Übergang als so einen Übergang der Hölle, den ich normalerweise fabriziere. Offener Brief, gut. Vielleicht können wir das machen. Das, die 8. Aktualisierung war der Brief der STIKO. Ach, vergiss es, mach einfach weiter. Okay, jetzt bin ich komplett raus. Ja, ich mache weiter mit Physio-News. Es gibt nämlich einen offenen Brief von Physiotherapieverbänden an das Bundesgesundheitsministerium und an den Gesundheitsausschuss, die Verbände IFK, Physio Deutschland, VDB und VPT sind nämlich unzufrieden mit der Umsetzung der Vorgaben des Terminservice- und Versorgungsgesetzes und in der Umsetzung eben die bisherigen Ergebnisse des aktuellen Schiedsverfahrens. Deshalb haben sie sich neben auch zahlreichen Anträgen, die ja auch im 2. Schiedsverfahren gestellt wurden, jetzt in einem offenen Brief an den Bundesgesundheitsminister und den Ausschuss für Gesundheit gewandt. Den Link haben wir in den Shownotes. Was fordern Sie? Also ja, wie gesagt, Sie sind mit den Verhandlungen unzufrieden, wollen das nochmal weiter in die Breite tragen, da auch nochmal den Gesetzgeber darauf aufmerksam machen. Ganz grob zusammengefasst gibt es wahnsinnig große Differenzen zwischen den maßgeblichen Verbänden der, in dem Fall Physiotherapie, und den Krankenkassen, die ja auf den beiden Verhandlungsbänken sitzen sozusagen. Also die sind wirklich in vielen Forderungen meilenweit auseinander. Und es hatte zuvor bereits einigen auch medialen Druck durch das Aktionsbündnis Therapeuten am Limit gegeben, die unter anderem auch fordern, den Schiedsspruch zu veröffentlichen und generell mehr Transparenz in den Verhandlungen zu schaffen. In zahlreichen Veröffentlichungen hatten sie da ihren Unmut ausgedrückt, wie wenig Informationen auch an die Öffentlichkeit und eben auch an die Therapeutinnen und Therapeuten gelangen. Auch da haben wir den Link in die Shownotes gepackt. Was ist jetzt eigentlich auch die Krux an der Sache? Also es ist nichts, also es ist vom Gesetzgeber so vorgesehen, dass auch für kommende Entscheidungen, also was zum Beispiel die Planko-Verordnung angeht, was die Digitalisierung angeht, exakt dieses Gremium, also die Verhandlungspartner, die sich jetzt so schwer tun, dass die praktisch auch die kommenden Entscheidungen treffen sollen. Und das ist jetzt, also ne, wir hatten im GVWG wurde auch von der Planko-Verordnung das Datum wieder verschoben. Also es wird ständig verschoben. Es muss ständig die Schiedsstelle angerufen werden. Jetzt gibt es anscheinend auch Anträge, dass die unparteiischen Mitglieder der Schiedsstelle abberufen werden sollen. Also es ist ein Hickhack. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Aber auf jeden Fall, Einigkeit besteht da nicht. Und ja, wahrscheinlich wird auch, was so schade ist, ist eben, dass die letztlich Patientinnen und Patienten neben natürlich, also ne, ob jetzt Therapeutinnen und Therapeuten, die leidtragend sind, darüber kann man streiten, je nachdem, auf welcher Bank man sitzt. Aber letztlich wird da eben Gesundheitsversorgung entschieden und scheitert eben häufig oder scheitert im Moment an solchen bürokratischen Hürden und solchen Grabenkämpfen, die da ausgetragen werden. Und das finde ich echt ein No-Go. Aber gut, dann sind wir jetzt bei dem Heilpraktiker. Vielleicht auch ein No-Go. Ja, ich überlege gerade No-Go, bürokratische Hürden. Das sind alles eigentlich ganz gute Stichworte dazu. Ich wollte mir eigentlich als Stichwort da rausziehen, sozusagen lange Entscheidungsverfahren. Wie auch immer, es ist auch gar keine richtige News, die ich jetzt bringe, sondern eher etwas, was wir vergessen hatten, als es dann tatsächlich veröffentlicht wurde, zu kommentieren. Als aber auch, es gibt einen aktuellen Anlass, das dann doch jetzt nochmal aufzugreifen. Und zwar ist im April ja das schon... Ich habe ihn geschrieben, das lange erwartete Rechtsgutachten zum Heilpraktikerrecht erschien. Die Frage ist, wer das lange erwartet hat. Ich habe es erwartet und ich glaube, eine gewisse Skeptiker- und Evidence-Based Medicine-Szene hat das vielleicht erwartet, aber wahrscheinlich sonst kein Mensch. Wie auch immer, Link in den Shownotes. Weswegen ich das aufgreife, also könnte das jetzt ewig ausweiten mit Kritik und sowas. Andererseits finde ich das auch ein Hinweis nochmal auf die Grams-Sprechstunde.
Da hat unsere GMP-Freundin Nathalie Grams, sie hat ihren eigenen Podcast, die bespricht hier das Gutachten und die kann das eh besser und zumal es monothematisch in dieser Episode darum geht, sowieso auch dann ausführlicher machen. Insofern auch da eine Hörempfehlung und die Links sind auch in den Shownotes. Ich mache weiter wirklich mit einer kurzen News, auch ein bisschen Vorbereitung. Bundestagswahl, der Sozialverband VdK hat seine Wahlprüfsteine veröffentlicht, die echt, ich finde sie sehr spannend und lesenswert. Unter anderem gibt es ja den Wahlprüfstein 5. Wie wollen Sie erreichen, dass jede Patientin und jeder Patient die Gesundheitsversorgung bekommt, die notwendig ist? Auf dem Land, zeitnah und barrierefrei. Und die Antworten, die könnt ihr nachlesen. Ist ganz lustig gemacht, Das ist halt eine, ich denke mal, so irgendjemand eine Excel-Tabelle erstellt und dann quasi die Antworten zusammengefasst, die die Parteien zu diesen Fragen geliefert haben und die ja, ein bisschen versucht zu strukturieren und so. Manchmal sehr knapp gehalten, aber es gibt halt tatsächlich eine ganz, finde ich, ganz angenehme Übersicht über die Antworten. Ja, lohnt sich. Viel Spaß bei der Lektüre. Ich habe was Kurzes überschrieben mit Geschlechterunterschiede in Covid-19-Studien. Es ist ja schon bekannt, dass eben Krankheitsverläufe, Ansteckungsrisiko von sozialen Determinanten abhängen, aber natürlich auch unterscheiden sich deutlich zwischen den Geschlechtern. Jetzt müsste man sagen, leider ist die Studienlage dazu, kann ja nicht besonders gut sein, wie dem auch sei. Aber diese Unterschiede werden nämlich viel zu wenig untersucht. Das berichtet zumindest ein internationales Forscherteam der Universität Bielefeld, das RAD, oh Gott, das werde ich bestimmt malträtieren, dieses Wort, RADBOUND University Medical Center, sowie der Universität Aarhus und Kopenhagen in der Fachzeitschrift Nature Communications. Titel der Open Access Studie: Lack of Consideration of Sex and Gender in COVID-19 Clinical Studies. Von, nur ganz kurz, also von zu den Berichten jetzt nicht viel, was mir aber oder was am auffälligsten ist, von den 4420 COVID-19 Studien erwähnten nur 178 oder 4% Geschlecht oder Gender als geplante Variable in der Analyse. Schon heftig, ne? Und es wird ein bisschen besser, weiß ich nicht. 237 Studien oder 5,4% planen geschlechtsspezifische oder repräsentative Stichproben ein oder hoben die Bedeutung von Geschlecht oder Gender hervor. In weiteren 124 Studien oder 2,8% waren die Probanden jeweils ausschließlich, also absichtlich quasi ausschließlich Männer oder Frauen. Und ich fand das ganz lustig, weil diese Zahl wurde dann nirgends genannt, nämlich in anderen Worten 3381 Studien oder fast 88% spielte da Geschlecht überhaupt keine Rolle. Studie und Bericht aus dem Ärzteblatt sind natürlich auch wieder in den Shownotes verlinkt. Aber ich muss gleich weiterreden. Stichwort Lauterbach freut sich oder findet den Gesundheitsministerposten sehr reizvoll. Surprise, surprise, ist auch da nicht wirklich News-Charakter, aber es gibt einen neuen, leider Paywall-Barriere versetzten Beitrag im Spiegel. Er findet auf jeden Fall den Posten des Gesundheitsministers nach wie vor sehr reizvoll und ist zudem recht zuversichtlich, dass mich diese Aufgabe nicht überfordern würde. Die Sache ist ja folgende. Ich betrachte das ja, oder er betrachtet, nee, man kann das aus einer Public Health Brille betrachten und ich betrachte das natürlich auch da gefärbt aus meiner Sozi-Brille heraus. Ich fände die Idee wie seit Jahren sehr reizvoll. Und ich finde, irgendwie hat er sich in der Pandemie auch so gut geschlagen, dass ich das nach wie vor eine überlegenswerte Alternative finden würde. Abgesehen natürlich, ne? Erstmal Wahl und sowas muss ja überhaupt erstmal passen. Aber ich finde es trotzdem ganz reizvoll, wer mehr über ihn erfahren will, auch mal über die konkreten Positionen zu einzelnen Themen, sondern auch wie die Positionsfindung stattfindet, woher er kommt, was er so macht, wie er seinen Alltag gestaltet, auch wie er mit aktuell ja großen Hasstiraden und Bedrohungen umgeht, inklusive jetzt nötigem Polizeischutz. Wie gesagt, sei der Spiegelbeitrag empfohlen, wie gesagt, hinter einer Paywall, insofern noch mehr empfohlen, ein längeres und äußerst hörenswerter ein Podcastgespräch in der Lage der Nation, Episode 246. Auch da ist es verlinkt. Ich fand es ganz sympathisch. Aber noch sympathischer ist, das habe ich jetzt aus dem Ärzteblatt, ein Zitat: Seit Krisenbeginn schläft Lauterbach nach eigenem Eindruck auch wenig, weil er nachts Studien zur Pandemielage lese. Das sagt er auch bei der Lage, ja. Ja, und auch andere schlechte Angewohnheiten hätten sich eingeschlichen. Zitat: Ich esse sehr einseitig, ernähre mich nicht vegan, trinke jeden Tag Wein, trinke keinen grünen Tee, sondern schwarzen Kaffee. Ich habe viel mehr Stress, als ich empfehlen würde. Ich mache kein Yoga.
Das Yoga am Schluss, das macht so das i-Tüpfelchen. Also ich überlege jetzt mal kurz, ich könnte jetzt mal die Liste durchgehen, wo ich mich dazu was du machst, aber ob du für einen Gesundheitsminister geeignet bist, zumindest machst du Yoga. Ich lese zumindest keine Papiere zur Studienlage, zur Pandemielage am Abend. Naja, gut. Nachts, die Nächte lang durch. Gut. Gut, machen wir News-Sektion, schließen wir die mal ab und gehen wir mal zum Interview. Mhm. Ja, im Interview, wie schon angesprochen, haben wir Dr. Roy Kühne. Er ist Diplom-Sporttherapeut und Physiotherapeut und hat nach verschiedenen Arbeitsstationen als Physio und Mitarbeiter in einem Reha-Zentrum ein eigenes Gesundheitssystem. Eigenes Gesundheitssystem, sehr cool. Noch nicht ganz ein eigenes Gesundheitssystem aufgebaut, erstmal nur ein eigenes Gesundheitszentrum. Ja, aller Anfang, weißt du, ist klein. Ist gut. Ja, genau. Und dann ging es ab in den Bundestag. Seit 2013 ist er drin und ordentliches Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und in der aktuellen Wahlperiode dort auch der Berichterstatter der CDU-CSU-Bundestagsfraktion für Pflege, Heil- und Hilfsmittel. Wunderbar. Und in diesem Sinne, genau, würde ich sagen, genug der Einführung. Ab zum Interview. Uns hat die Bitte erreicht, die Wahlprogramme, eigentlich alle Wahlprogramme in Richtung Stärkung der Gesundheitsfachberufe mal anzusehen. Das machen wir hier zwar noch nicht explizit, aber wir haben das oder diese Bitte mal zum Anlass genommen, dieses Thema, was wir uns nämlich schon länger auf die To-Do-Liste gesetzt haben, trotz des Wahlkampfs mal hier anzusprechen. Und Herr Dr. Kühne, Sie sind, glaube ich, unser erster CDU-Abgeordneter, den wir in unserer Reihe haben. Ich muss sagen, nach 83 Episoden ein bisschen Asche auf unser Haupt. Entschuldigung dafür, aber erstmal natürlich herzlich willkommen. Ja, guten Morgen erstmal in die Runde und wie sagt man schön, jedes Mal ist irgendwie ein Anfang. Ist ja nicht schlimm, was man in der Vergangenheit gemacht wird, sondern es ist die Frage, wie geht man weiter? Ja, genau. Also guten Morgen auch von meiner Seite. Ein Grund für die Anfrage war ja das Erscheinen des Sammelbandes Die Zukunft der Gesundheitsfachberufe im Mai diesen Jahres. Sie sind da neben Franz Knieps und Jürgen Krahlmann einer der Mitherausgeber. Was war denn, ich sag mal, abgesehen des Bundestagswahlkampfs, Ihre Motivation, dieses Buch anzustoßen oder mit herauszugeben? Also erstmal, das Buch hat nichts mit dem Bundestagswahlkampf primär zu tun, weil es sollte eigentlich schon längst im Vorfeld rauskommen sein. Es gab aber dann, ich will mal sagen, auch Corona-bedingt waren manche Mitautoren zeitlich nicht so in der Lage und waren auch teilweise schwer erreichbar. Homeoffice hat auch manchmal seine Nachteile, aber der Hintergrund ist eigentlich das, dass ich ja nun seit 8 Jahren versuche, diese Gesundheitsfachberufe in den verschiedensten Ebenen auch im Deutschen Bundestag zu erklären und ich doch festgestellt habe, dass in einem Berufsfeld, in Berufsfeldern, mit denen täglich Menschen Kontakt haben und auch Politiker haben ja durchaus mit Fachpflegekräften zu tun, mit medizinischen Fachangestellten, also sprich Arzthelfern oder mit Therapeuten, aber sie trotzdem sehr wenig über deren Berufsfeld, über deren Arbeitsbedingungen und auch über deren Entlohnung und damit auch die Stellung im System wissen. Alle, die Gespräche waren wirklich immer positiv. Ja, das, ich kenne auch, am besten ist mal dieser, ich habe auch einen Masseur. Ne, da bin ich schon, kriege ich schon immer so ein bisschen Nackenhaare hoch. Und dann frage ich mal, ja, hast du den mal gefragt, wie es dem geht? Nein, aber das ist ein total netter. So, und ich finde, die Menschen, das sind Fachexperten, die sind mehr als nur nett. Und das war der Grund auch für dieses Buch, einfach sie auch politisch ins korrektere Licht zu rücken und auch klar zu machen, was können die eigentlich? Ich hatte im Vorfeld zu dieser Aufnahme eine erneute Diskussion, eine regelmäßige Diskussion führe ich mit meiner Podcast-Kollegin und zwar über das Wording. Und zwar finde ich nach wie vor den Begriff der Heilmittelerbringer nicht selbsterklärend zumindest. Die Frage an Sie in diesem heutigen Kontext ist, welche Berufe denn genau mit dem Begriff der Gesundheitsfachberufe gemeint sind und auch als Nebenfrage, warum denn die Ärzte da nicht dazu gehören? Ja, das stimmt. Das ist historisch gewachsen, weil das abzugebende Etwas, jetzt nenne ich es mal so, tatsächlich häufig etwas mit einer Verordnung im Vorfeld zu tun hat. Das sind keine Berufe, die meistens aus der Selbstständigkeit heraus arbeiten. Also sind in der Regel sind sie Empfänger von Informationen und führen Anweisungen durch. Das ist im simpelsten Fall die medizinische Fachangestellte, also die Arzthelferin, wo der Arzt sagt, mach mal dies und das. Oder halt im Bereich der Therapeuten, wo dann eine Verordnung kommt, wo drauf steht, 6-mal Krankengymnastik bei Wirbelsäulensyndrom. Was immer A, Krankengymnastik ist oder B, ein Wirbelsäulensyndrom. Das sind ja so lustige Sachen. Tatsächlich bedauere ich es auch, dass der Begriff noch nicht selbsterklärend ist.
Jeder weiß, was der Schlosser macht, jeder weiß, was der Bäcker macht, aber keiner weiß, was der Heilmittelerbringer macht, um nur mal einen Teil zu nennen. Die Gesundheitsfachberufe sind ein sehr breites Feld. Sie schweben so ein bisschen unterm Radar. Das sehen Sie auch bei den Beliebtheitsumfragen zu diesen Berufen, dass häufig erst erklärt werden muss, was der macht. Und dann ist auch wiederum erstaunlich, viele, die dann Praktikas machen in diesen Berufen, das war die Frage, das sind zum Beispiel operationstechnische Assistenten, das sind die PTAs, also die pharmazeutisch-technische Assistenten, das sind die Therapieberufe, das sind aber auch dann schlichtweg die Orthopädietechniker, die Orthopädietechnikermeister, also die, die in Sanitätshäusern sich um Menschen kümmern. Das ist ein sehr breites Feld und deshalb glaube ich, dass viele Menschen, die durchaus einen sozialen Beruf ergreifen wollen, der in Bezug zu Menschen arbeitet, wo man direkt am Menschen arbeitet, haben wir sehr, sehr viele schöne Berufsfelder hier in den Gesundheitsfachberufen. Und es ist ja auch so, dass es wirklich noch gar nicht, also ich habe mich mit meiner Masterarbeit damit auch beschäftigt, es gibt nicht wirklich eine gute Definition. Ne? So überkommen ist ja diese Einteilung in ärztliche, nicht ärztliche Berufe, das wollen wir auf gar keinen Fall mehr. Genau, aber was wirklich Gutes, Neues, ist mir zumindest noch nicht untergekommen. Also, na, wenn Sie dann Ihre Doktorarbeit schreiben, dann können Sie da ja eine Begrifflichkeit definieren. Genau. Ja, ich würde mich nochmal auf das Buch beziehen, denn im Geleitwort hat ja der Gesundheitsminister Jens Spahn gut zusammengefasst, ich zitiere mal, das deutsche Gesundheitssystem ist leistungsfähig, aber seine Ressourcen sind nicht unendlich. Ob unsere Versorgung auf hohem Niveau bleibt, hängt auch davon ab, ob die Arbeit in den Gesundheitsfachberufen so attraktiv wie möglich ist und ob das Berufsbild, die Ausbildung und das spätere Arbeitsumfeld so ansprechend sind, dass sich junge Menschen dafür entscheiden. Zitat Ende. Die Bedeutung des Gesundheitspersonals hat der Minister somit ja deutlich erkannt. Warum müssen denn die Berufsgruppen trotzdem seit Jahren so vehement für eine Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen kämpfen? Also ich bin ja froh, dass wir mit Herrn Spahn sicherlich an der einen oder anderen Stelle einen kontroversen Gesundheitsminister haben, aber zumindest einen, der erstmal wirklich über den Tellerrand hinausguckt und wo nicht gleich zum Anfang nach Pharma, Krankenhaus, Arzt Schluss ist mit der Diskussion, sondern er tatsächlich auch in die anderen Berufsebenen reinguckt. Und das hat er wirklich sehr gut gemacht in den letzten Jahren. Er war sehr unkompliziert bei der entsprechenden Blanko-Verordnung, wo es die Probleme gab mit den Krankenkassen, hat er relativ schnell gesagt, so Schluss aus, eure Diskussion nervt mich, wir machen jetzt die Blanko-Verordnung, einigt euch wie, aber wir machen sie also aus der Modellphase, die ursprünglich gedacht war, sofort in die Grund- und Regelversorgung überführt. Und ich glaube einfach schlichtweg, das ist tatsächlich auch ein Tribut in den letzten Jahren gewesen, was dort verändert wurde. Und ich glaube, im Vorfeld muss man fairerweise sagen, weder Ulla Schmidt noch wer da sonst so als Gesundheitsminister tatsächlich vorhanden war, haben sich mit diesen Berufen wirklich effektiv auseinandergesetzt. Und man muss natürlich auch sagen, wir waren ja auch in den letzten Jahren einer sehr auskömmlichen Situation. Geld war irgendwie immer vorhanden. Die ersten Spargesetze kamen dann über Ulla Schmidt. Natürlich spart man bei denen, die am wenigsten schreien können. Das sind in der Regel die Gesundheitsfachberufe. Also es findet ja kein Jahresabschlussfest in Berlin statt, ohne dass die Ärzte eine große Jahresabschlussfeier machen. Also ich habe persönlich noch keine Abschlussfeier der medizinischen Fachangestellten in Berlin erlebt oder eine Weihnachtsfeier, wo die Therapieverbände zu eingeladen sind. Wir haben schlichtweg kein Geld für solche Sachen in Berlin. Aber regelmäßig macht's Pharma, regelmäßig macht's Arzt und regelmäßig macht's Krankenhaus. Also da sehen wir doch, wo im Grunde genommen auch das Geld für politisch gute Lobbyarbeit hängt. Ich bin jetzt geneigt, ein paar Fragen weiter zu springen, wie denn das die politische Arbeit, also weil Sie darauf genau gerade Bezug nehmen, der Gesundheitsfachberufe, wird das als Teaser, die Frage wird noch kommen. Ich gehe trotzdem auf die Pflege nochmal kurz ein. Und zwar gerade Pflege hat sich ja in den, also ich denke mal spätestens durch die Pandemie, aber ich auch die Jahre davor ist ja doch in der Großen Koalition eine ganze Menge passiert. Jetzt jüngst GVWG, ist natürlich auch eine ganze Menge passiert. Persönlich finde ich schade oder schmerzt für mich weiterhin, dass die Kirchen so einen flächendeckenden Tarifvertrag natürlich verhindert haben und die Finanzierung im Prinzip jetzt erstmal in der nächsten Legislaturperiode erstmal noch geklärt werden muss. Aber das ist ja alles nicht das Thema heute. Die Frage ist, können eigentlich von dieser Aufwertung oder der beginnenden Aufwertung, der endlich verzögert, aber jetzt doch tatsächlich etwas auch monetär sich abbildenden Aufwertung der Pflege, können da auch die anderen Gesundheitsfachberufe davon profitieren oder läuft das auf einer ganz anderen Ebene ab?
Nein, das ist ja das, was mich auch wirklich als Gesundheitspolitiker freut, dass wir mit der Pflege eine Speerspitze hatten, die ja doch immer 8 Millionen Menschen unmittelbar betrifft. Deshalb eine hohe Breitenwirkung. Die Presse ist Gott sei Dank endlich mal auf das Thema. Gucken Sie sich bitte einfach mal klassische Fernsehsendungen über Gesundheitspolitik der letzten Jahre an. Da finden Sie nichts über Arzthelferinnen, da finden Sie nichts über Therapeuten. Da finden Sie Gott sei Dank jetzt langsam was über Pflege. Was mich aber auch schon wieder stört, dass ich manchmal das Gefühl habe, das ist eine reine mediale Vermarktung, damit man Einschaltquoten hochschlägt, damit die Gefühle der Menschen sich in Geld umwandeln. Aber wenig wird über die Inhalte teilweise geredet. Und mehr Geld, also Geld löst in der Regel keine Probleme. Aber ich bin froh, dass wir mit der Pflege jetzt ein Spiegelbild haben, wo auch viele Menschen draußen sagen, es bewegt sie, es berührt sie und damit wird es diskutiert. Und ich sehe, dass die Pflege als sogenannter Door-Opener für die anderen Gesundheitsfachberufe, denn Pflege arbeitet ja nicht losgelöst am Patienten. Jeder, der so ein bisschen sich in der Praxis auskennt, weiß, dass Pflege mit einer Arzthelferin zusammenarbeitet. Pflege arbeitet mit den Therapeuten zusammen. Pflege arbeitet mit den Orthopädietechnikern zusammen, weil Pflege ist ja nicht solitär zu betrachten, sondern bedingt ja, dass die Zusammenarbeit mit den anderen Berufen. Pflege an sich kann sicherlich Gutes tun, aber kann besser sein, wenn es mit den anderen Gesundheitsfachberufen Hand in Hand arbeitet. Ja, gilt ja bei allen Berufen so. Genau. In der Regel sollte es so sein, genau. Ja, genau. Sie hatten schon mal angesprochen, die politische Lobbyarbeit. Sie sprechen in Ihrem Buch auch davon, dass die Gesundheitsfachberufe sozusagen noch im gesundheitspolitischen Schattendasein sind. Warum sie im Schatten stehen, haben Sie schon kurz angesprochen. Ja, aber wie nehmen Sie denn die Repräsentation im politischen Berlin wahr, der Gesundheitsfachberufe? Wie gut ist deren Lobbying? Also das ist ja eine qualitative Frage, weil das Wort gut beinhaltet ja eine Bewertung. Ich sage es mal ganz offen, ich wäre nicht in der Bundespolitik tätig im Bereich Heilmittel und Hilfsmittel und Pflege, wenn da nicht was im Argen wäre. Denn ich bin mit Leib und Seele gerne Therapeut. Ich arbeite gern am Menschen, mit Menschen und Politik ist für mich Mittel zum Zweck. Und ich sag mal, wenn die Verbände so wären, dass ich ein auskömmliches Einkommen hätte, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, meine Kolleginnen und Kollegen gut bezahlt worden wären in den letzten Jahren, dann wäre ich wahrscheinlich ein glücklicher Therapeut, der gerne 12 Stunden am Tag Patienten behandelt. Aber ich muss mich nicht mit Gesetzen primär rumschlagen. Aber es ist scheinbar nötig. Und wir sehen es ja auch an den Aktionen, die in den letzten Jahren stattfinden. Egal, dass die Radtour war von dem Heiko Schneider oder diese Bewegung, die da in den verschiedensten Bereichen entstanden ist, Therapeuten am Limit zum Beispiel. Wir berichteten. Und das ist doch offensichtlich eine Reaktion auf die nicht so gute Aktion der eigentlichen Interessensvertreter. Und wenn Sie sich die Landschaft ansehen, dann gab es mal einen Bundesspitzenverband der Therapieverbände, die hat sich aufgelöst. Jetzt gibt es einen Spitzenheilmittelverband, der ist jetzt aber, weiß Gott, alles andere, weil da sind maximal 3 bis 4, ich glaube, wenn es hochkommt, 5 Verbände drin. Dann sehen wir auch, dass die Interdisziplinarität, also in der Zusammenarbeit der einzelnen Gesundheitsfachberufe in Berlin kein Echo existiert. Also ich glaube, da ist noch ganz viel Musik drin, deshalb würde ich das Wort gut im Sinne der Schulnote als 2 nicht nehmen. Okay. Und wie kann der Dialog der Berufsgruppen mit politischen Entscheidungsträgerinnen denn verbessert werden? Also schlichtweg das oberste Prinzip ist, dass man versucht, mit einer Stimme in Berlin aufzutreten. Also was ich auch persönlich erlebt habe, was auch sicherlich, jetzt kommen Sie ja beide aus einer Branche und jetzt frage ich Sie mal ganz direkt, wer war denn vor mir Berichterstatter? Und das müssten Sie langsam wissen, die Frage, weil die stelle ich so oft. Wer war es denn? Die schneiden wir nachher rein, ja, die Antwort Glück, kommt. Wir schneiden, ne? Also, Sie wissen es auch nicht. Gut. Also, das ist ganz normal. Das ist total putzig. Vor mir war es die Karin Mark. Oh, okay. Und die meisten kennen eigentlich nur mich als beginnender Berichterstatter für Heilmittel, Pflege und Hilfsmittel. Aber das ist nicht korrekt. Das war vorher Karin Mark. Aber irgendwie ist sie entweder nicht wahrgenommen worden oder sie hat dort in dem Bereich nichts getan, was ich erstmal per se nicht glaube, sondern es ist schlichtweg auch der gesellschaftliche Fokus auf diesen Bereich gewesen. So, und was muss in diese Richtung passieren? Also erstmal logischerweise die Einigkeit der Therapieverbände, auch der Pflege, wie gehen wir vor, wollten wir die Diskussion, wissen Sie wahrscheinlich auch, ganzheitliche Ausbildung, ja oder nein, Akademisierung, ja oder nein, das trifft auf mehrere zu, aber auch dieser ständige indifferente Dialog, der zum Beispiel mit den Krankenkassen, aber auch mit den Ärzten davon. Es kann ja nicht sein, dass hier über eine Berufsgruppe oder ein Berufsfeld, nämlich die Gesundheitsfachberufe, entschieden wird und dort ständig die Kollegen aus der Ärzteschaft mitdiskutieren, was die dürfen und was sie nicht dürfen. Also es kommt ja auch keiner auf die Idee zu fragen, die Arzthelfer zu fragen, was darf demnächst dein Arzt?
Aber andersrum wird es gemacht. Was ist denn das für ein Respektsumgang mit diesen Berufen? Unseren Podcast-Arzt haben wir heute nicht dabei. Der hat jetzt, kriegt jetzt einfach die Chance, nicht darauf zu antworten. Diese Diskussion führe ich ja seit 8 Jahren. Und das Witzige ist ja, dass gar nicht so das Problem ist der mancher Ärzte an Basis, sondern es sind oftmals ja die Funktionäre in Berlin, die dann sagen, oh, das geht aber nicht, das geht nur über uns und wir müssen hier die Alleinigen sein. Quatsch. Viele junge Ärzte sagen inzwischen, soll doch die Arzthelferin mitentscheiden, soll doch der Therapeut selber entscheiden, der hat es doch gelernt. Ich habe doch keine Ahnung, ob es ein internes oder ein externes Impingement ist. Das wissen die wenigsten wirklich. Und wenn sie dann noch fragen, was muss denn für eine Therapie beim internen oder beim externen Impingement gemacht werden, dann kommt sowas raus wie Krankengymnastik bei Wirbelsäulensyndrom. Mhm. Wie gesagt, nochmal, was ist Krankengymnastik, verdammt nochmal, und was ist eigentlich ein Wirbelsäulensyndrom, verdammt nochmal. Ja, wir sollten öfters mal in Berlin Klartext reden und dann einfach mal sagen, worum es wirklich geht. Es geht um Macht, es geht um Geld. Ist eigentlich ein bisschen schade, jetzt persönliche Notiz. Ich meine, ich komme ja sozusagen aus dem Pflegebereich und da auch, wie schwer es der eigenen Branche fällt, sich politisch stark zu machen. Also jetzt die Pflegekammerdiskussion will ich jetzt nicht nochmal aufgreifen. Aber es scheint den Berufsgruppen tatsächlich nicht nur an Ressourcen, das ist bestimmt auch ein Thema, aber schon irgendwas daran zu hindern, dass sie sich laut in den Willensbildungsprozess beteiligen. Nee, da haben Sie ja völlig recht und die Frage können Sie, glaube ich, selber beantworten. Sie haben sie ja indirekt schon beantwortet. Das sind die Ressourcen. Denn es ist ja nicht so, dass die Ärzte dort in Berlin auflaufen, sondern es sind kluge Rechtsanwälte, die sie teuer bezahlen. Und die machen denen ja die Lobbyarbeit. Dahinter hängt dann logischerweise ein Facharzt. Aber bitte, wovon sollte die Branche Pflege, und Sie kommen aus der Pflege, noch 3 teure Rechtsanwälte bezahlen mit 550 Euro die Stunde Gehalt? Ja, aber so. sie behindert sich ja selbst. Ne? Also das sollte man ja wissen. Deswegen sollte man sich zum Beispiel in der Pflegekammer organisieren und diese könnte das ja dann organisieren. Aber da ist ja sozusagen die Pflege selbst, behindert sich ja manchmal auf diesen Prozess. Genau. Aber das ist jetzt ein anderer Diskurs. Ich will den jetzt gar nicht hier hitchhiken. Sorry, Claudi, du warst. Ja, aber ich glaube, die Berufe müssen sich auch selber erstmal finden. Ne? Dieses mit einer Stimme sprechen. Das ist ja, also so wie ich es wahrnehme, fällt es ja vielen noch nicht leicht. Da sind ja große Grabenkämpfe, die noch, also gerade jetzt so im Bereich der Heilmittelerbringenden, zwischen den einzelnen Verbänden, da existieren ja doch verschiedenste Vorstellungen, wie eigentlich, was den Beruf eigentlich ausmacht, wie die Zukunft sein kann, genau, was es bedeutet, zum Beispiel Physiotherapeutin zu sein. Von daher, genau, ich glaube, diese eine Stimme, diese Einigkeit, dieses eigentlich klar werden, was sind wir, was sind unsere Kernkompetenzen, das sollte es noch geben. Ja, auch Doktorarbeitsthema. Ja. Genau. Sie beschreiben im Abschlusstext die dreifache Knappheit aus Geld, Gesundheit und Gesundheitsfachberufen auch als eine Chance für Veränderungen im ja eigentlich doch recht strukturkonservativen Gesundheitssystem. Da stelle ich mir so ein bisschen die Frage, braucht es erst eine akute Unterversorgung, um Gesetze ins Rollen zu bringen? Also ich glaube, in diesem Falle sind Politiker auch nur Menschen und wenn ihnen der Mangel nicht direkt auf die Stirn geklatscht wird, dann kommen sie selten auf die Idee, von sich aus ja angeblich Running Systems zu ändern. Von der Seite ist jetzt, glaube ich, der Zwang aufgrund der Geldknappheit, aber der steigenden Ansprüche im Bereich Gesundheit, sich doch jetzt ernsthaft darüber Gedanken machen, wie können die Gesundheitsfachberufe klug ins Gesundheitssystem eingebunden werden. Ich glaube nicht, dass wir mehr Ärzte ins System bekommen. Aber ich glaube, dass wir die Ressourcen der Gesundheitsfachberufe besser fördern und fordern könnten. Und damit hätten wir durchaus bei weniger Geld eine gleichbleibende, wenn nicht sogar verbesserte Qualität der Arbeit am Patienten. Und das ist mir als Politiker wichtig. Ja, es ist sicher auch eine Frage, gewisse Überversorgung auch gut zu kompensieren. Ne? Also Über- und Unterversorgung da auf ein besseres Mittelmaß zu bekommen und einfach eine gute Versorgung gewährleisten zu können. Und häufig scheitert es ja auch an den Schnittstellen. Und ja, und etablierte Politiker, wie zum Beispiel auch dann ein Minister, egal welcher, der muss sich auch mal mit historisch gewachsenen Strukturen anlegen wollen. Und das ist oftmals Problem, weil dann natürlich eine starke Lobbyarbeit entsteht. Und wir haben ja gesehen, kaum beschneidet man den einen oder anderen im Gesundheitssystem, ist ja der Aufschrei gleich riesig. Das muss man als Politiker auch mal aushalten können. Aber die Zeichen stehen auf Veränderung, würde ich auch Gott so sei sagen. Dank. Ja. Ich möchte trotzdem nochmal auf das letzte Kapitel zu sprechen kommen, überschrieben mit Aufbruch 2030. Aufbruch hat für mich immer was Umsetzungsperspektivisches. Es gibt ja mittlerweile, also ne, das Buch liefert Konzepte, Ideen. Es gibt ja auch von ganz verschiedensten Stiftungen, verschiedenste andere Bücher, verschiedenste schlaue Köpfe, die sich Konzepte und Ideen ausgedacht haben, wie das Gesundheitswesen in Zukunft funktionieren kann. Aber ganz häufig scheitert es ja eben um die Umsetzung. Deswegen die Frage an Sie, Herr Kühne, soll es zunächst bei dem Buch bleiben oder planen Sie auch eine weitere Begleitung des Wandlungsprozesses, des Umsetzungsprozesses der Berufe bis 2030 oder darüber hinaus? Jetzt
könnte ich ketzerisch sagen, das entscheiden am 26.09. natürlich die Wählerinnen und Wähler. Das ist dann so ein schlauer Politikersatz. Das heißt, wir haben Wahlen und deshalb ist davon abhängig, ob ich überhaupt wieder in den Deutschen Bundestag komme. Sollte den Fall, ich komme wieder rein, werde ich natürlich dort weiterhin versuchen, auch den Prozess zu begleiten. Ich glaube, ich habe da aufgrund auch meiner 20-jährigen Erfahrung einen ganz guten Einblick. Ich stehe mit vielen, vielen Gesundheitsfachberufen im Austausch, habe auch in den letzten Jahren viel mit den Protagonisten geredet, egal ob das jetzt die Robert-Bosch-Stiftung ist oder das Deutsche Pflegeinstitut. Ich glaube, meine Aufgabe ist es, genau diesen Prozessbegleitern mehr Gehör in Berlin zu verschaffen, schlichtweg auch Anhörungen zu organisieren, sie in die Ausschüsse einzuladen, dass die auch mal darstellen können, was können sie an Mehrwert erzeugen. Deshalb ist mein Petitum ganz klar, diesen Wandlungsprozess auch zu forcieren und sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch gebührend Druck zu machen. Das ist ein schönes Schlusswort, oder, Claudi? Ja, doch. Dann, Herr Dr. Kühne, wir wünschen Ihnen und zumal ich von der anderen Fraktion komme, natürlich auch Ihren demokratischen Konkurrentinnen, einen fairen Wahlkampf, auch im Wettstreit um die besten Lösungen, natürlich auch um die besten Lösungen für die Gesundheitsfachberufe. In diesem Sinne erstmal herzlichen Dank für das Interview und Ihnen alles Gute. Ja, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass Sie sich mit dem Thema beschäftigen. Und ich hoffe, dass wir mit dem Podcast viele Menschen auch erreichen, die dann auch mitdenken und mitarbeiten. Das ist ganz wichtig in diesem Start. Und mitentscheiden wollen. Ja, perfekt. Ja, in diesem Sinne. Alles Gute für Sie. Tschüss. 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 Ja, auch an dieser Stelle können wir natürlich alle ermutigen, sich einzubringen und mitzudiskutieren und mitzugestalten. Und damit Wort zum Sonntag. Wunderbar. Ab zum Murks. Pascal hat uns was Schönes vorbereitet. Today's doctors, drugs and medical devices truly work medical miracles. But there are some as phony as a $3 bill. Ich habe eine Arbeit mitgebracht, die ist schon ein bisschen älter. Und zwar aus dem Oktober 2015. Das ist schon mittlerweile uralt. Aber ich finde, die ist sehr schön geschrieben. Und ja, dementsprechend hatte ich Spaß, sie zu lesen. Das klingt so ein bisschen traurig eigentlich, weil ich nicht so Spaß habe, aber genau. Und hier heißt, jetzt muss ich kurz gucken, Why Cancer Screening Has Never Been Shown to Save Lives. Okay. Das bezieht so ein bisschen auf den Mucks von neulich, genau, und fragt, warum Krebs-Screening möglicherweise nicht die Sterblichkeit reduziert. Wir haben ja neulich über prostataspezifisches Antigen-Screening gesprochen für Prostatakrebs. Und so ein bisschen, also ist ja von 2016 publiziert, sehe ich gerade, pardon, also, Januar 2016. Naja. Eine halbe Dekade. Nur eine halbe Dekade, genau. Und der Autor bezieht sich dann natürlich auf die etwas älteren Daten, die ich auch erwähnt hatte, aber nicht auf die aktuellsten, die ja nochmal deutlicher gezeigt haben, dass es da keinen Vorteil des Prostatakrebs-Screening gibt. Dementsprechend musste dieser Artikel jetzt auch nicht korrigiert werden. Aber ich probiere euch da so ein bisschen durchzuführen, weil ich das interessant zu lesen fand und das hat mir auch nochmal deutlicher gemacht. Das ist jetzt auch nicht nur auf Prostata bezogen, sondern im Prinzip Screening. Das ist genau, da geht es um, genau. So, klar, was ja irgendwie erstmal logisch ist, die meisten Screening-Programme belegen ihre Sterblichkeitssenkung mit krebsspezifischer Sterblichkeit. Also sozusagen, wenn wir nach Brustkrebs screenen oder nach Darmkrebs screenen, dann sterben weniger Leute an Darmkrebs. Das ist erstmal logisch, ne? Und belegen das aber nicht mit der Gesamtmortalität. Also sozusagen, wie viele Leute sterben denn insgesamt in des betrachteten Zeitraums? Und sterben die vielleicht gar nicht später, als sie sonst gestorben wären, sondern genauso früh. Ja. Und das ist relativ ungenau für Personen, die vor einer Entscheidung für ein Screening anstehen. Also für die stellt sich ja die Frage, oder kann man zumindest annehmen, dass sie sich für diese Frage interessieren, sterbe ich so oder so im gleichen Zeitraum, ja. Dann eben mit Wissen über diesen Krebs und möglicher Behandlung oder eben ohne das Ganze. Ja, und sterbe ich eben gleich, auch in dem gleichen Zeitraum, nur eben nicht an diesem Krebs. Ja, klar. Wenn ich das denn weiß. Es kann natürlich auch Gründe geben, sich doch vor das sozusagen für diesen Krebs zu interessieren, aber das ist jetzt erstmal eine Annahme, die jetzt nicht ganz unplausibel ist. Es gibt mehrere große Screening-Programme, auch in vielen Ländern, und Prostatakrebs und Brustkrebs zeigen bei genauerer Betrachtung keinen Überlebensvorteil. Ja, weder in der Gesamtmortalität noch in der spezifischen Mortalität. Beispiel für aus der Mammographie, 1000 Screenings sorgen dafür, dass es 4 statt 5 Todesfälle durch Brustkrebs gibt, jetzt im Vergleich zu nicht gescreenten sozusagen, während normale Todesfälle gleich bleiben. Also die Personen sterben dann ungefähr in dem gleichen Zeitraum eben halt an anderen Erkrankungen. Ja. Jetzt gibt es ja die Frage, warum ist denn das so? Also warum machen wir das Ganze, wenn wir doch eigentlich davon ausgehen, dass es was bringen müsste? Und
Das Paper probiert da zwei Sachen zu beschreiben, die möglich sind. Also Möglichkeit 1, entweder haben sie zu wenige Personen eingeschlossen, um so kleine Effekte wie Einfluss auf die Gesamtsterblichkeit zu sehen. Und dass deswegen vielleicht doch die krankheitsspezifische Mortalität vielleicht besser ist. Oder die Nebenwirkungen des Screenings heben die positiven Effekte der krankheitsspezifischen Mortalitätsverringerung wieder auf. Zum einen ziehen die noch ein anderes Screening heran, nämlich die Minnesota Colon Cancer Control Study, also geht es um Darmkrebs. Und die haben da ein 30-Jahres-Follow-up publiziert. Also 30 Jahre ist schon ein vernünftiger Zeitraum, in dem sich gut zeigen lässt, ob Personen davon denn profitiert haben oder nicht. Und die haben im Test sozusagen vom Stuhlgang gemacht, ob sich da verstecktes Blut drin findet. Also naja, man kann ja sozusagen Stuhlgang haben und entweder sieht man, dass da Blut drauf ist, ja, oder dran ist, so. Das ist jedem offensichtlich, wenn da Blut mit rauskommt. Oder es sickert eben sowas mit, das man nicht sieht, aber mit diesem Test eben doch entdecken kann. Das ist macht man gar nicht so selten jetzt in der internistischen Klinik zum Beispiel. Und die haben das bei den eingeschlossenen Personen jährlich gemacht und haben dann geguckt und da waren 128, in den beiden Gruppen waren 128 Tote durch Darmkrebs, 128 Darmkrebstote. In den 30 Jahren. Pro 10.000 Teilnehmer in der Screening-Gruppe. Und 192 pro 10.000 Teilnehmern in der Kontrollgruppe. Also schon deutlicher Unterschied, ne? Ist auch statistisch signifikant, 64 Tote. Da habe ich mich irgendwo verschrieben. Eine Zahl muss falsch sein. Aber ihr wisst, was ich meine. Gibt es einen statistischen Unterschied pro 10.000 gescreente Teilnehmer. Aber wenn man sich dann die Gesamtsterblichkeit anguckt, also sterben denn tatsächlich, haben die Leute denn sozusagen Gesamtlebenszeit was davon, dann ist da nur ein Unterschied von 2 Toten bezüglich Screening-Arm und dem Kontrollarm. Also, ich lese jetzt die Zahlen nicht vor, das ist nicht relevant. Aber das ist nicht statistisch signifikant, das ist ja klar. So. Und dann wurde mal geschaut, naja, hätte man das denn mit dieser Studie finden können oder wie groß hätte die sein müssen, um eine Gesamtsterblichkeit zu finden? Weil der Effekt scheint ja nicht besonders groß zu sein. Und um das mit einer 80-prozentigen Power entdecken zu können, ja, um sozusagen den gleichen Unterschied zu haben wie bei Kolonsterblichkeit zwischen gescreent und nicht gescreent, den gleichen Unterschied zu haben, hätte die Studie ungefähr 5-mal so groß sein müssen. Ja. Und das ist natürlich, ja, schwierig. Ja, 5-mal so groß, dafür musst du Geld, Probanden etc. haben, ne? Und dann noch alle nachverfolgen. Das ist vielleicht auch etwas, was gar nicht leistbar ist. Ja. Und jetzt ist sozusagen die Frage, die Sterblichkeit im gescreenten Arm war sogar ein Ticken höher als im Kontrollarm. 2 Tote, ja. Wie kann das sein? Also zum Beispiel natürlich, wenn es falsch positive Befunde gibt und der Test ausschlägt, obwohl er gar nicht hätte ausschlagen sollen und man da eine Darmspiegelung macht und die vielleicht leider entweder da sozusagen harmlose Tumore diagnostiziert, die sonst gar nicht entdeckt würden, therapiert werden, dass Therapiekomplikationen gibt. Das sind ja alles so Sachen, die man sich vorstellen kann. Und hier weisen die Kollegen dann in dem Paper auf den PSA-Test hin, denn der macht, das haben wir ja schon besprochen, aber ich gehe nochmal ganz kurz drauf ein, hat das gleiche Problem. Ja? Falsch positive Befunde im PSA führen zu unnötigen Prostatabiopsien, die in den sehr seltenen Fällen, aber in 2% zu Komplikationen führen. Meistens die Komplikationen sind nicht so drastisch und gehen wieder weg, aber doch in noch selteneren Fällen zu Krankenhauseinweisungen führen. Und ganz, ganz selten auch zu Komplikationen mit Versterben führen. Und wenn etwas ganz, 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 ganz selten ist, man es aber häufig durchführt, dann tritt diese Wahrscheinlichkeit natürlich ab und an auch mal auf. Genau. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch andere Komplikationen, die man sich vorstellen kann. Jemand mit einer Krebsdiagnose hat vielleicht einen Anblick aufs Leben. Es gibt Menschen, die daraufhin Depressionen entwickeln. Man weiß, dass Männer mit Prostatakrebsdiagnose im Jahr nach der Diagnose häufiger einen Herzinfarkt haben oder Suizid begehen. Ne? Also das sind auch Personen, wo es natürlich auch andere Belastungen gibt. So eine Diagnose ist jetzt ja nicht nur, da ist jetzt irgendwas, sondern das kann ja auch Personen zu schaffen machen. Machen die irgendwo eine Ausnahme bei irgendeinem Screening? Gibt es irgendwie einen Krebs-Screening? Die gehen nur auf diese 3 ein. Okay. Also geht jetzt gar nicht auf alles ein. Aber der Titel suggeriert ja im Prinzip alle. Ja, genau. Ich glaube, die sind da vielleicht auch ein Ticken zu ungenau. Das sind halt, da geht's mehr so um die krebsepidemiologische Sichtweise drauf. Und die fragen dann natürlich auch so ein bisschen, naja, was kann man denn jetzt machen? Ne? Also lassen wir es einfach so, weil besser kriegen wir es nicht hin. Und immerhin senkt es ja bei bestimmten Krebsarten vielleicht ja doch die krebsspezifische Mortalität. Und das muss uns dann reichen. Oder machen wir größere Studien? Ja, oder lassen wir einfach alle Screening-Programme weg? Das ist vielleicht auch irgendwie auch der falsche Ansatz. Ja. Registerstudien wären sicherlich eine Möglichkeit. Das ist günstiger. Und dann, das Schwierigste ist sozusagen, ist, glaube ich, ein
zu sagen, man macht eine riesen Studie, die sehr teuer ist, aber vielleicht, wenn man danach das Programm einstellen kann, kann man halt auch eine Menge Geld sparen. Ne? Das ist eben die Frage, ob sich jemand findet, der das denn finanziert. Ja? Alternativ kann man natürlich sagen, okay, man macht eine Studie für Hochrisikogruppen und nur wenn es dort erfolgreich ist, dann testen wir es auch in der Normalbevölkerung. Ja, genau. Und dann zitieren sie noch den Chief Scientific and Medical Officer of the American Cancer Society. Den möchte ich hier gerne zum Abschluss zitieren. We must be honest about what we know and what we don't know and what we simply believe. Das ist, glaube ich, leider ein bisschen treffender Satz für viele Screening-Programme. Nicht für alle, aber für doch einige. Sehr ernüchternd. Aber gut, ja. Wissen ist besser als Nicht-Wissen. Genau, und dann mit diesem Wissen kann man sich auch überlegen, wie hoch ist denn, also sozusagen, habe ich jetzt in meiner Familie sozusagen da vermehrt Befunde oder gibt es andere Risikogruppen oder ist es mir einfach wichtig, Sachen auch entsprechend zu wissen oder sich eben vielleicht mit mehr als einem Arzt über so etwas zu beraten oder einer Ärztin natürlich auch sehr gerne. Da kriegt man zwei unterschiedliche Perspektiven. Ich danke dir. Gerne, gerne. So, und mit dieser positiven Note würde ich sagen, Claudi, schließen wir unsere heutige Episode ab. Hast du noch was zu ergänzen? Irgendwas Akutes außer Bodenrezepte? Ich hoffe, es hören uns nicht so viele Leute zum Einschlafen, sonst jagen wir die immer mit schlechten Nachrichten in die Nacht. Aber sind die alle depressiv, wenn sie einschlafen? Okay, wir müssen was Positives berichten. Also ich kann nur sagen, die süßen Bohnen schmecken echt gut. Also auch wenn sie Erbsen sein sollten, sind die echt lecker. Also wie gesagt, wenn jemand die haben möchte, Zehlendorf, ja, muss er mir einfach nur kurz Nachricht schicken. Twitter. Wie ist meine Twitter eigentlich? P. Schunke oder sowas, ne? Am besten über den GMP-Account, wird schon zu finden sein. Gut. War's das? Yes. Bleibt gesund, macht gesund. Nobody knew that healthcare could be so complicated.